Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist im Video passiert? We are from Chelsea. Yeah. Oh, it's a great honor. Yeah, we are here for break. Yeah. Ah, ja. Stell dir mal vor, die Kamera ist jetzt Alina. Was würdest du zu Alina jetzt sagen? Alina, es tut mir leid, Digga, aber... Was kriege ich, wenn ich genug? Was kriege ich, wenn ich dich hochhebe? Komm. Komm, Bruder. Krank, Bruder. Komm, krank. Bruder. Hey. Oh mein Gott. Jo Freunde, was geht heute zu meinem neuen Video? Und wie ihr seht, bin ich wieder in der City unterwegs. Ich komme hier einfach nicht weg. Einfach mein Zuhause hier auf der Straße. Und heute habe ich gedreht, 5 Wörter, eine Geschichte. Das Video habe ich schon mal im Auto gedreht mit meinen Kollegen. Und ich dachte mir, dieses Format bringe ich auf die Straße und gebe den Leuten einfach 5 Wörter und die müssen einfach mit 5 Wörtern eine Geschichte erfinden. Ich habe es mir lustig vorgestellt. Wir gucken, wie die Reaktionen abgehen. Ob die Reaktionen überhaupt abgehen. Warte, das Intro ist jetzt entstanden nach dem Dreh. Ich spoiler mal ganz kurz. Da war eine ganz bestimmte Person am Start. Anonym. Da war anonym am Start, ne? Ey, mehr sag ich nicht. Anonym, merkt euch den Namen. Und dann würde ich sagen, check nochmal Leon hinter der Kamera. Danke, dass du auf jeden Fall die Kamera gehalten hast. Und ja, Instagram, Snapchat, mehr brauche ich auch eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, gebt euch das Video und viel Spaß. Ich muss nicht mehr synchronisieren, ne? Okay. Na, wohin? Ich will wieder synchronisieren, ey. Ne, zusammen? Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? So, ich setze mich jetzt erstmal direkt zu den Mädels. Okay, stellt euch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Abbas, bin 16 Jahre alt. Ich bin Zada. Ich bin Linda. Die können kein Deutsch. So. Bin fresh, schreibt mir. Definitiv nein. Hallo. Hallo. Hi. Jeder muss, guck mal, ich kann nur Englisch, aber ich rede die ganze Zeit Deutsch. So, jeder muss einmal jetzt den Namen sagen. Anonym. Anonym, wie kommen wir darauf? Wie geht's dir anonym? Gut und dir? Auch. Abigail. Wie? Abigail. Abigail? Do you speak German? No, ne? Ja. No. Okay, I translate. Sie kann kein Deutsch. Perfekte Angriffsfläche. Darf ich auch meinen Arm rummachen? Ja. Okay, perfekt. So. Stell dich mal alle einmal vor. What's your name? Furkan Kuş, also so Nachnamen, Spaß. Nein, also 14 Jahre alt. Hätte er Spaß nicht gesagt, hätte ich nicht gecheckt, Digga. Nein, 14 Jahre alt und auf Insta folgen Furkan unter Victoria. Ja, mein Name ist Sebastian. Ja, und du? Mein Name ist Maciek. Victoria. Victoria? Victoria. Yes. Okay, Victoria. Her name is actually, mine is Himangini. And his name? What's your name? Himangini. Himangini. And what's your name? My name is Akriti. And what's your name? Ananya. Huh? Ananya. Huh? Was? And what's your name? Danny. Danny. Okay, Mädels, seid ihr kreativ? Ja. Ja, geht so. Echt? Ja, normal. Ja, sind wir. Du auch? Nein. Gar nicht, ne? Nein. Oder ich bin auch nicht kreativ. Okay. Ganz kurz eine Sache, ne? Eine Person, ein Mädchen würde auf ihn richtig stehen. Welches Mädchen? Alina, die steht auf Locken. Die steht auf Locken. Alina, falls du das Video siehst, Furkan hat auf jeden Fall Interesse. Du hast natürlich auch Interesse. Guck mal, er hat Locken, er hat freshe Locken. Ich habe eine Freundin. Alina, aber ich kann dich schminken, wenn du willst. Findest du Alina nicht fresh? Nein, Mann, ehrlich, sieht aus mit Trinidad-Spaß. Alina, ehrlich, wenn du willst, können wir McDonald's, aber ich kann die Burger ausgeben, nur einen. Nachher bin ich arm, Spaß. Ich frage mich, Spaß. Was? Der Typ sagt öfter Spaß als ich, Digga. Stell dir mal vor, die Kamera ist jetzt Alina. Was würdest du zu Alina jetzt sagen? Alina, es tut mir leid, Digga, aber Walla, du bist hässlich. Sorry. Good evening. So, Freunde, ganz kurz, damit ihr das auch versteht. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen auf der Bank und da sind halt Leute zu uns gekommen und haben Fotos gemacht. Ganz normal Zuschauer. Und ich hatte halt eine Trainingsjacke von Chelsea an. Und dieser Typ, der im Video gleich kommt, dachte, dass ich Chelsea-Spieler wäre. Also er dachte, dass ich professionell Fußball spiele. Wie gesagt, gebt euch jetzt das Video. Geile Reaktion. My name is Uwe. Uwe, ja. Ah, nice, Uwe. You are from Chelsea? Yeah. Oh, it's a great honor. Yeah, we are here for break. Yeah. Ah, yeah. I'm his manager. So he's a football player, and today we just a little bit through Hamburg. Can I take a sign? A signature, yeah. Do you have a pen? Yes, I have all it here. We have to go later training, yeah? Yeah. Thanks a lot. I born in Hamburg. Oh yeah, in Hamburg. Yeah. Do you speak German? Ja, ein bisschen. Ah ja. Aber gebrochenes Deutsch. Sind das Rechnungen? Nee, ich hatte heute Nachhilfe in Mathematik. Also. Kann ich ein Autogramm machen? Wie ist der richtige Name so? Mein richtiger Name ist Dennis. Dennis? Ne? 2 N, ne? Ja, 2 N und ein S. Ja. Und dann noch ein SZ hinter. Das gehört zu meinem Nachnamen dann. Ja. Und der Hintername? Achso, mein Elternname. Der Hintername, ja. Achso, der Hintername, ja. Müssen Sie ihn fragen, da rede ich nicht gern drüber. Achso. Nein. Mein Nachname. Nachname möchte er nie gerne sagen. Ja. Alles klar. Aber das steht auch auf meinem Trikot nicht. Ah ja. Auf meinem Trikot steht einfach Dennis und ein SZ dahinter. Alles klar. Klasse, das ist eine große Ehre für mich, dass ich mal Chelsea-Manager und Spieler... Ja. Ich,
fragte mich eben, was die hübschen Frauen hier von Ihnen wollten. Ja, dann ist auch beim Training nicht anders. Beim Training stehen sie alle, ja, wissen Sie. Da flank ich für die Champions League, ne? Ich flank auch gerne. Ja, alles klar. Ecke und so. Okay. Ja, tolles Erlebnis. Ah, ganz kurz, haben Sie das Spiel überhaupt gesehen? Jetzt das aktuelle Spiel nicht, ne? Nee. Wart ihr in der Champions League Endspiel? Ja. Doch, da habe ich doch eins gesehen. War nicht einer da mit einem Fallrückzieher? Der da einen Fallrückzieher? Wolltest du in Englisch? Cut, bye. Der ganze Körper liegt in der Luft und dann zieht er den. Körper? What is Körper? Der Körper. Body. Body. Body, ah. Take the ball into the. Ah, yeah, yes, ah. Into the goal. Leute, bald geht's los, dass ich einen amerikanischen Kanal aufmache, weil ich habe nur noch Leute hier in den Videos, die Englisch reden. Ich gebe euch 5 Wörter vor, ne? Und du musst für 5 Wörtern eine Geschichte erfinden, ja? Okay. Kriegt ihr hin? Ja. Wollt ihr zu dritt machen einfach? Ja. Okay, jetzt muss ich mir 5 Wörter überlegen, ne? So, die ersten Wörter, warte, kommt ihr aus Polen? Ja. Habe ich gesehen. Guck mal, ein Wort ist Tänzerin, Cheeseburger, Jacket, Farid Bang, Schlägerei, Mann, also der Mann. Ja. Zweites Wort. Klauen. Wollt ihr nicht sagen, sie hat mich dazu gebracht. Drittes Wort, Handy. Viertes Wort, Glatze. Fünftes, das vierte Wort war Dings, Glatze. Viertes Wort war Glatze. Bus, okay. Sucuk, kennt ihr? Ja. Ja. Guck mich nicht an. What? Fußball? Fußball. Fußball. iPhone and Schuh. Okay. Dog. I have a dog. What is dog? A dog macht woof woof, ne? Ja, ja. Mutter, Gucci und Locken. Also Pants, ja. Car, Man and Kapital. Ja. Die denken jetzt Kapital so Dings, Hauptstadt, aber das ist, ich meine eigentlich ein Rapper. Und fünftes, Geschäft. Habt ihr euch überhaupt gemerkt? Ja. Komm, hau mal raus. Farid Bang, This Battle, Mutter, Schlank. Was kann man noch nehmen? Und auseinandernehmen. Muss die kurz sein? Die Geschichte? Ist egal. Oder kannst du auch, wenn du willst, hier einen Roman halten, so eine Rede halten. In einem Bus war eine Tänzerin und die ist unterwegs zu ihrem Tanzstudio gewesen. Was macht sie da? Ey Mädels, also Geschichten erzählen ist echt bei euch unten durch. Ja, ihr könnt tanzen, glaube ich, ne? Kreatives. Ihr könnt tanzen, glaube ich, das habe ich gesehen, das könnt ihr, glaube ich, besser. Haut mal ein paar Moves raus. Komm, tanz mal. Ich würde auch mit tanzen, aber ich bin nicht so, ne? Tänzer. Aber sie hat schon auf ihre Uhr geguckt, ne? Du willst los, glaube ich. Sie will los. The last was the final game champion to Chelsea. Ja. And you are the winner. Chelsea the winner. Ja. Oh. Gegen what soccer Verein? Chelsea against. Achso, wie war das nochmal? Ich habe schon so viele Spiele gespielt, ich komme da gar nicht mehr mit. Ich schieße nur die Tore. Ich interessiere mich auch ehrlich gesagt nicht so viel für Fußball. Ich muss hier nur seine Flüge und so, sein Sightseeing machen. Ach ja. Also das muss ich managen, was er da mit Fußball macht. Also mir wird einfach nur gesagt, ich soll Tore schießen. Das war's eigentlich. Ich frage auch gar nicht mehr, gegen wen wir spielen oder so. Und ist das nervig, wenn so oft Touristen da... Ist normal. Ist normal. Ist normal. Und ich finde das auch klasse. Ein ganz normaler Mensch. Naja, ich hätte die Jacke nicht anziehen sollen, ne? Sonst hätte man mich, glaube ich, gar nicht erkannt. Ja. Dann danke ich sehr, dass Sie sich nicht dafür. Zeit für mich genommen haben. Und viel Glück für die Saison und für das Endspiel. Ihr kommt bestimmt wieder ins Endspiel. Ne? Ja. Bis dann, ne? Bis dann. Tschüss. Ja. Ciao. Danke, Jungs, ne? Dass ihr das. Nicht dafür. Als Farid Bang seine Mutter. Was? Bisschen Action. Als Farid Bang seine Mutter. Hat er ihn in einem Diss-Battle auseinandergenommen. Farid Bang dachte, dass seine Mutter schlank wäre, aber sie war fett. Oh mein Gott, komm. Komm, Bruder. Krank, Bruder, komm, krank. Bruder. Oh mein Gott. Ey, der Typ ist Maschine, ohne mal. Wie heißt nochmal? Anonym, ne? Anonym, Bruder. Ey, Anonym ist krank. So, I went to a football game yesterday and I brought a jacket because it was super cold. Oh, wait. Ganz kurz an der Stelle, alles was jetzt sagen wird, werde ich nicht verstehen, deswegen ich tue einfach so, als würde ich es verstehen. Okay. And I was really hungry, but luckily they had a vegan cheeseburger. Ah, very great. I understand. Oh, very great. Mein Englisch, very great story. Ich kann nicht. Alle mal bitte. Oha, die Schuhe sind weiß, ja? Die sind weiß. Hey. Was habt ihr eben getanzt? Blackpink. Blackpink? Ja. Komm, zeig mir Blackpink. Blink, pink. Ja. Achso, was soll das? Okay. Ach, Blackpink. Blackpink. Die normal. Kennst du? Kenn ich nicht. Okay. Wach, komm, los. Blackpink. Ich kann nicht. Ja, da hau ich ein Beat rein. Ja. Nee, ich hab auch gar keinen Bock mehr drauf. Ist langweilig. Wir gehen einfach.
Farid Bang hat sich Locken gemacht, danach ist seine Mutter gekommen, ein Typ hat ihn beleidigt und seine Mutter, danach die haben sich gebeult und was war noch? Gucci, ne? Ja. Und dann ist der Typ gekommen und hat Farid Bang Gucci-Tasche geklaut, Bruder. Heftig, Digga. Ohne Spaß, ne? Die anderen Personen, die wir gefragt haben, die haben Storys erzählt, ich wäre fast eingeschlafen, aber du hast richtig Action reingehauen. Das war gut. Jetzt komm du. So, ich war auf der Straße, Farid Bang hat... Action, Bruder, Action. Tam, okay, warte. Oh, Junge, du kannst aber besser... Aber Farid, Bruder. Komm, sag. Ich habe Farid Bang gesehen und er hat meine Locken beleidigt und er hat eine Gucci-Tasche an. Und ich habe gesagt, komm, wenn du willst, komm, lass Schlägerei und so. Und er meinte, nein, und ich habe seine Gucci-Tasche geklaut. Ganz kurz, falls Farid Bang das Video sieht, ne, er hier hat deine Gucci-Tasche geklaut. Ehrlich, aber... Und dann, wenn der Farid Bang ihn echt sieht, macht er nichts. Waller doch. Müsstest du gegen Farid Bang fetzen? Ich? Ja. Aber nein, Mann, aber JBG3 war ehrlich heftig. Ja. Wir beide, Bruder. Komm, hau du mal deine Story raus. Wir gehen eigentlich fast. Mädels, ihr seid langweilig. Komm, lass uns gehen. Komm, wir gehen. Ey, die sind so komisch. Ey. Scheiße, mit denen kann man nicht reden. Ohne Scheiß. Die eine redet zu leise, die andere sagt, sie soll mit der reden. Ey, warum ruf ich euch? Ein Pole geht in ein Geschäft rein mit einer Glatze, klaut ein Handy. Ja, das wollte ich auch sagen. Genau das. Okay. Kannst du mich noch einmal hochheben, Bruder? Oh, ey, ich wieg 10 Kilo. Bruder, darf ich auch bei dir einmal? Ich mach's hoch, okay? Ey, halt mal kurz Mikrofon. Wenn du's kannst, Bruder, mach, Digga. Was krieg ich, wenn ich ihn hoch... Was krieg ich, wenn ich dich hochhebe? Bruder, gar nichts, Digga, was ist denn gut? Aber mich ist nicht schwer, Bruder. Das ist optische Täuschung, ich glaube, ich bin schwerer. Erstmal normaler Rücken und gleich ein Hexenschuss, Digga. Ey, wie soll ich... Ey, wie soll ich das rausbekommen, Digga? Hey. Digga, nimm mich einfach so, wenn du kannst, ja. Bruder, mein Name passt da nicht mehr rum, Digga. Was soll ich machen? Oh mein Gott! Ich bin sogar unter die Erde gegangen. Wir machen beide jetzt ihn, okay? Komm, ich nehm Füße. Ey, ich hab jetzt schon Hexenschuss. Mein Rücken. Arschen, oder was? Mein Rücken, was? Eins. Warte, chill, meine Uhr. Mein Rolli Daytona, Spaß. Oh, mein Gott. Ey, ich hab ihn geweckt, Digga. Ey, das geht nicht. Ich hab schon so einen leichten Hexenschuss, ja? Heb mal ihn hoch einmal. Wirf ihn mal Europapassage. Oh, lass ihn da, Digga. Ey, krank. Eine, ne? Harte, wir sehen uns. Anonym. Du bist nicht mehr anonym, man sieht dich. Aber egal, hat Spaß gemacht. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und auch unterhalten. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ja, waren geile Reaktionen dabei. Wie ich das auch schon immer sage, einfach geile Reaktionen waren dabei. Bleibt auf jeden Fall aktiv und checkt die nächsten Videos ab. Aha. Ganz kurz, damit ihr wisst, ich werde jetzt regelmäßige Tage preisgeben, wann ich Videos hochlade. Sind aber noch nicht bekannt. Das werdet ihr in den nächsten Videos erfahren, wann die festen Tage feststehen. Ey, mein Wortschatz. Weg. In den nächsten Videos werdet ihr mitbekommen, wann ich regelmäßig feste Tage habe für Videos. Dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall aktiv und schaltet bei den nächsten Videos ein. Ciao.